Hallo und herzlich willkommen auf dem VPN-Tiger YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Film The First Purge auf Netflix anschauen könnt. Und ich habe den Film jetzt hier auch mal auf Netflix gesucht. Und ihr seht hier, hier gibt es leider kein Ergebnis für The First Purge. Nur The Purge Anarchy kann man im deutschen Netflix anschauen. Aber um jetzt auch den Film The First Purge auf Netflix anschauen zu können, gibt es einen kleinen Trick. Und zwar wisst ihr es vielleicht, dass nicht jedes Netflix-Land dieselben Inhalte hat. Und deshalb müssen wir unser Netflix in das Land wechseln, in dem es halt den Film The First Purge schon auf Netflix zur Verfügung gibt. Und wie man hier auf unox.com sieht, das ist eine wirklich gute Seite, die kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Hier sieht man immer, welche Serie oder welcher Film in welchem Netflix-Land zur Verfügung steht. Hier sieht man, dass es den Film The First Purge im kanadischen Netflix zur Verfügung gibt. Und deshalb müssen wir uns jetzt, um darauf Zugriff zu erlangen und den Film anschauen zu können, eine IP-Adresse aus Kanada besorgen. Und es geht von überall aus der Welt aus, ganz einfach und schnell, mit dem dafür besten Programm. Und zwar ist das ExpressVPN. ExpressVPN ist der beste VPN-Anbieter auf dem Markt. Mit dem VPN könnt ihr eure jetzige IP-Adresse in jede beliebige IP-Adresse jedes Landes wechseln. Ihr habt also Zugriff auf Inhalte, die in eurem Aufenthaltsland sonst nicht abrufbar wären, wie hier auf The First Purge auf Netflix. Und ExpressVPN bietet über 3000 Server in 94 Ländern. Und von all diesen Ländern hier, ich kann mich jetzt hier auch mal ganz schnell im Hintergrund durchklicken, könnt ihr euch ganz einfach und unkompliziert eine IP-Adresse besorgen. Und wenn ihr Interesse an ExpressVPN habt, könnt ihr euch ExpressVPN gerne über meinen Link downloaden. Denn dann bekommt ihr noch ein sehr gutes Angebot. Aber um jetzt auf das kanadische Netflix-Programm zugreifen zu können, suchen wir hier bei ExpressVPN einfach mal nach Kanada. Und dann drücken wir auf den Pfeil hier. Und dann wählen wir uns einen Server aus, zum Beispiel einfach mal Vancouver. Und dann drücken wir in der Mitte auf Verbinden. Und schon habe ich meine deutsche IP-Adresse in eine kanadische IP-Adresse umgewandelt. Wir gehen jetzt hier zurück auf Netflix, aktualisieren Netflix hier. Und schon seht ihr, hier steht euch jetzt einfach The First Purge auf Netflix zur Verfügung. Wir können da jetzt auch mal direkt draufklicken, damit ihr seht, dass es funktioniert. Und wie ihr seht, läuft der Film ganz normal. Natürlich muss ich jetzt schnell auf Stopp machen, damit hier keine Copyright-Probleme auftauchen. Audio und Untertitel sind jetzt zwar nur in Englisch, beziehungsweise Französisch und so weiter. Leider nicht in Deutsch, aber wenn ihr den Film wirklich anschauen wollt, dann sollte das kein Problem sein. Ich finde, die Originalfassung ist eh meistens besser. Und dabei wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, mit ExpressVPN. ExpressVPN ist leider nicht kostenlos. Aber wenn ihr euch ExpressVPN über meinen Link in der Beschreibung holt, gibt es euch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, unglaubliche 49% Rabatt auf das Programm. Und das Ganze 3 Monate kostenlos, wenn ihr euch das 1-Jahres-Abo holt. So 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, ein kleiner Trick von mir. Ihr holt euch einfach ExpressVPN, schaut euch zum Beispiel alle Staffeln eurer Lieblingsserie, die es halt im deutschen Netflix nicht gibt, an. Und holt euch dann das Geld innerhalb eines Monats wieder zurück. Und damit könnt ihr dann die Folgen der Serie ohne Mehrkosten anschauen. Oder ihr behaltet natürlich ExpressVPN einfach und nutzt die vielen Vorteile von diesem Programm. Denn mit ExpressVPN könnt ihr auch ausländische Fernsehsender von Deutschland aus und deutsche TV-Sender aus dem Ausland anschauen. Und ich würde euch auch nicht empfehlen, ein kostenloses VPN zu benutzen. Denn kostenlose VPN-Anbieter haben nur wenige Server zur Verfügung. Die Server haben nur begrenzt Bandbreite mit schlechter Geschwindigkeit. Die meisten seriösen Seiten, besonders Netflix, blockieren kostenlose VPNs sofort. Und außerdem bieten sie keine gute Sicherheit für euch und eure Daten. Deshalb kann ich euch nur ExpressVPN als beste Lösung ans Herz legen. Und ich hoffe, dieses Video, wie man The First Purge auf Netflix anschauen kann, hat euch gefallen. Schaut doch gerne auf diesem Kanal vorbei für mehr VPN-Videos oder klickt jetzt auf die vorgeschlagenen hier. Und wenn euch das Video geholfen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal und lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!